Der Mensch schaut seit Anbeginn auf die Natur und entdeckt Muster in ihr. Schon vor Urzeiten sahen unsere Vorfahren Bilder in den Sternen und glaubten, sie bestimmen unser Schicksal. Die Sonne ging unter und wieder auf. Jahreszeiten kamen und gingen. Dieses Muster nannten wir Zeit. Wir sehen symmetrische Strukturen im menschlichen Körper und im Fell eines Tigers. Sie dienen als Vorlage für das, was wir erschaffen. Aber was sagen uns solche Muster? Warum ähnelt die Spiralform einer Nautilus-Schnecke der einer Galaxie? Oder den Blattschichten eines Kohlkopfs? Dieses Phänomen, dass wir im ganz Kleinen und im ganz Großen und quer durch die Natur immer wieder dieselben Formen finden, ist ja nicht erklärt. Wenn Wissenschaftler die Muster unserer Welt verstehen wollen, greifen sie zu einem mächtigen Werkzeug, der Mathematik. Sie bemessen, was sie beobachten. Mit ihren Formeln versuchen sie, die tiefer liegenden Gesetzmäßigkeiten der Welt zu ergründen. Das funktioniert oft hervorragend. Mathematik kann uns die Umlaufbahnen der Planeten verraten. Mathematik hat uns auf die Spur elektromagnetischer Wellen gebracht, ohne die Mobilfunk undenkbar wäre. Und sie führt uns sogar zu den kleinsten subatomaren Bausteinen der Materie selbst. Nur, warum funktioniert das? Ist die Logik der Mathematik naturgegeben? Oder findet sie nur in unseren Köpfen statt? Der Astrophysiker Mario Livio hat sich eingehend mit diesen Fragen beschäftigt. Die tiefe und oft mysteriöse Verbindung zwischen Mathematik und der Welt fasziniert ihn. Schaut man auf die Natur, findet man überall Zahlen. Blumen zum Beispiel haben eine bestimmte Anzahl an Blütenblättern, häufig 3 oder 5, manche auch 34 oder 55. Diese Zahlen tauchen immer wieder auf. Das mag nach Zufall klingen, doch die Zahlen sind alle Teil der Fibonacci-Folge, einer Zahlenserie, benannt nach einem italienischen Mathematiker aus dem 13. Jahrhundert. Es geht los mit den Zahlen 1 und 1. Und dann rechnet man immer die letzten zwei Zahlen hinzu. Also 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3. 2 plus 3 ist 5, 3 plus 5 ist 8 und so weiter. Und diese Fibonacci-Zahlen tauchen immer wieder in der Natur auf. So auch in Blütenblättern. Doch das ist erst der Anfang. Wenn man eine Ananas nimmt oder einen Tannenzapfen oder Sonnenblumen, dann entdeckt man auf einmal, dass es da solche Spiralformen gibt, die sich in eine Richtung entwickeln. Und da bekommt man eine Fibonacci-Zahl raus. Und wenn man dann in die andere Richtung zählt, dann bekommt man die darauf folgende Fibonacci-Zahl raus. Dasselbe bei den Samen von Sonnenblumenköpfen. In beide Richtungen ergeben die Spiralen Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Zahlen werden eigentlich seit dem 18. Jahrhundert immer wieder entdeckt, wenn man Merkmale beschreiben möchte, wenn man die Natur über Zahlen erfassen möchte. Zum Beispiel in der Botanik, wenn man beschreiben möchte, wie viele Blätter in welchem Abstand an einem Stängel wachsen oder in Spiralen, wie die sich entwickeln, bei Sonnenblumen und anderen Blütenzahlen. Ja, es ist ein Wunder. Die wundersame Verbindung zwischen Mathematik und der physischen Welt ist tief verwurzelt. Die Zahl Pi zum Beispiel beschreibt das Verhältnis zwischen dem Umfang eines Kreises und seinem Durchmesser. Ihre Nachkommastellen gehen ins Unendliche, ohne erkennbares Muster.
2019 liegt der Rekord bei 31 Billionen errechneten Dezimalstellen. Doch Pi ist weit mehr. Pi taucht auch bei Dingen auf, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Kreisen zu tun haben. Vor allem in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Länge dieser Nadel zum Beispiel entspricht der Distanz zwischen den beiden Linien hier. Jetzt lasse ich die Nadel auf das Papier fallen. Manchmal fällt die Nadel auf eine Linie, manchmal zwischen zwei Linien. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nadel eine Linie trifft, entspricht genau 2 geteilt durch Pi. Oder 64%. Im Prinzip könnte ich diese Nadel millionenfach fallen lassen und jedes Mal zählen, ob sie auf oder zwischen die Linien fällt. Und damit könnte ich tatsächlich Pi berechnen, obwohl es hier keine Kreise oder Kreisdurchmesser gibt. Das ist wirklich erstaunlich. Weil Pi ein rundes Objekt, einen Kreis, in Beziehung setzt zu einer Geraden, dem Kreisdurchmesser, taucht die Zahl ganz unverhofft auf. Zum Beispiel beim Verlauf eines Flusses. Das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Länge des Flusses und der Distanz zwischen Quelle und Mündung entspricht ungefähr Pi. Alle Modelle zu Wellenformen enthalten Pi. Wie die für Licht und Klang. Pi verrät uns die Farben eines Regenbogens oder wie ein mittleres C auf einem Klavier klingen sollte. Pi taucht auf in Äpfeln, in der Art, wie Zellen kugelförmig wachsen. Oder in der Leuchtkraft einer Supernova. Ein Autor beschreibt das Phänomen so: Pi ist auf einer Reihe von Berggipfeln zu sehen, die aus einem nebligen Tal ragen. Sie sind alle miteinander verbunden. Nur wie, das ist manchmal unklar. Das Universum ist riesig und komplex. Eine unvorstellbare Menge an Zahlen wäre nötig, um den Kosmos zu erfassen. Doch für manche Wissenschaftler ist die mathematische Grundstruktur erstaunlich einfach. Sie besteht aus 32 Zahlen. Diese bilden Naturkonstanten ab, wie etwa die Masse von Elementarteilchen. Zusammen mit wenigen Formeln beschreiben sie die grundlegenden physikalischen Gesetze. Wie kann das sein? Dass dieselben Arten von Zahlen überall auftauchen, ist ja erstmal ein Phänomen und rätselhaft und nicht vollständig erklärt. Man kann das so interpretieren, dass die Welt irgendwie doch zusammenhängt und eben immer aus denselben Prinzipien erklärbar ist und sein soll. Mathematik ist objektiv und sie existiert absolut, aber mit der Natur verwoben. Und da ist oft dann so dieses Gefühl da, man entdeckt es auch. Manchmal habe ich auch dieses Gefühl, dass ich was entdecke und das, weil es von so großer Schönheit ist, dass es das schon geben muss. Dass ich mir das nicht ausgedacht habe, dass sich das keiner ausgedacht hat. Kann es sein, dass Mathematik die Welt nicht nur beschreibt, sondern ein fundamentaler Teil von ihr ist? Der Gedanke ist nicht neu. Er reicht zurück bis ins antike Griechenland, in die Zeit des Philosophen und Mystikers Pythagoras. Pythagoras soll nach einer Verbindung zwischen Mathematik und Musik gesucht haben. Ein Ansatz, der auch sie fasziniert, die Jazzmusikerin und Grammy-Preisträgerin Esperanza Spalding. Sie hat Musiktheorie studiert und sieht darin starke Verbindungen zur Mathematik. Das, was ich an Mathe liebe, erlebe ich auch durch Musik. Erst studierst du all diese kleinen Gleichungen. Doch dann verwandeln sich die Gleichungen in schöne Dinge, wie Klang, Harmonie und Dissonanzen, zu denen du eine enge Beziehung aufbaust. Ich bin viel besser in Musik als in Mathe, aber ich liebe die Mathematik leidenschaftlich.
So oder so, du musst für beides hart arbeiten. Du musst dir für beides den, du weißt schon was, aufreißen. Your head off. Study your head off. Die alten Griechen fanden drei Tonabstände, auch Intervalle genannt, besonders schön. Im 6. Jahrhundert vor Christus soll Pythagoras durch das Messen vibrierender Saiten entdeckt haben, dass die drei Intervalle auch mathematisch in Verbindung stehen. Heute sind sie bekannt als Oktave, Quinte und Quarte. Bei einer Oktave erzeugen die Saitenlängen ein Verhältnis von 2 zu 1. Bei einer Quinte 3 zu 2. Und bei einer Quarte 4 zu 3. Wenn verschiedene Klänge ein gemeinsames Muster haben, ist das doch ein Zeichen dafür, dass diese mathematischen Verhältnisse überall auftauchen könnten. Oder nicht? Die Erkenntnis, dass einfache Formeln harmonische Klänge erzeugen können, war für die Anhänger von Pythagoras der Beweis, dass eine verborgene Ordnung der Welt existiere. Und die bestehe aus Zahlen. Ein Ansatz, dem Mathematiker und Wissenschaftler bis heute nachgehen. Auch viele andere physikalische Phänomene folgen einfachen Zahlenverhältnissen. Vom 2-zu-1-Verhältnis der Wasserstoffatome zu den Sauerstoffatomen im Wasser. Bis zu den Erdumrundungen des Mondes und seiner eigenen Rotation. 1:1. Oder dass Merkur genau dreimal rotiert, wenn er zweimal die Sonne umkreist. Viele Mathematiker haben das Gefühl, dass Mathematik entdeckt und nicht erfunden wird. Doch ist das nur ein Gefühl? Ist Mathematik vielleicht ein reines Produkt des menschlichen Gehirns? Charme ist ein wahres Mathe-Genie. 800 Punkte im Studieneignungstest, toll. Wie alt warst du da? 11. 11? Wow, das ist sehr, sehr gut. Woher stammt Charmes Mathe-Genie? Ist alles Kopfsache? Die Wissenschaftler schauen Charmes Gehirn beim Rechnen zu. Ist eine Gehirnregion stark durchblutet, heißt das, dass sie gerade sehr aktiv ist. Okay, Charme, wir starten jetzt. Charmes Parietallappen im Gehirn leuchten karminrot. Seine Parietallappen sind bei diesen Aufgaben besonders aktiv. Das ist typisch für mathematisch Begabte. Weitere Tests zeigen, mathematisch begabte Kinder weisen in diesen Gehirnregionen eine 5- bis 6-mal höhere Neuronenaktivität auf als ihre Altersgenossen. Kommt das alles von intensivem Lernen? Oder sind Grundlagen der Mathematik bereits Teil unseres Gehirns? Hier hofft die Wissenschaft, Antworten zu finden. In der Lemurenstation der Duke University in Durham, einem 70 Hektar großen Naturschutzgebiet in North Carolina. Wie alle Primaten haben Lemuren und Menschen einen gemeinsamen Vorfahren, der vor 65 Millionen Jahren gelebt hat. Die Affen sollen noch immer viele Eigenschaften dieses Vorfahrens in sich tragen, was sie für die Wissenschaft sehr interessant macht. Du hast die Wahl, Terrys. Liz Brennan untersucht, wie gut Lemuren Mengen vergleichen können. Die meisten Tiere wählen die größere Futtermenge. Aber was macht Terrys, wenn er zwei Mengen vergleichen muss? Ganz offensichtlich nutzt er keine Wörter oder Symbole. Wir müssen herausfinden, ob er tatsächlich Zahlen anwenden kann. Liz Brennan hat Terrys ein Computerspiel beigebracht, um zu testen, wie gut er Mengenunterschiede erkennen kann.
Das rote Feld startet das Spiel. Berührt er es, erscheinen zwei Felder, die unterschiedliche Mengen enthalten. Wählt er die Box mit der geringeren Menge, erhält er eine Belohnung. Wählt er falsch? Wir müssen sicherstellen, dass er wirklich Zahlen nutzt und nichts anderes. Um zu erreichen, dass das Tier tatsächlich auf die Anzahl der Objekte reagiert, verändern sich die Objekte in Größe, Farbe und Form. Tausende Versuche haben gezeigt, Lemuren und Rhesusaffen können lernen, Mengen zu unterscheiden. Terry kann nicht sprechen und hat auch keine Symbole für Zahlen. Er kann also nicht wie ein menschliches Kind zählen. 1, 2, 3. Aber er scheint ein abstraktes Verständnis davon zu haben, was eine Zahl ist. Diesen ursprünglichen Sinn für Zahlen haben auch andere Tiere. Ratten, Tauben, Fische, Waschbären, Insekten, Pferde und Elefanten. Sie alle zeigen ein gewisses Mengenverständnis. Genauso wie Säuglinge. Liz Brennan hat denselben Test bei 6-monatigen Babys durchgeführt. Die Babys schauen länger auf Monitore, auf denen sich die Anzahl der Objekte ändert. Vorausgesetzt, der Unterschied ist groß genug, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Liz Brennan hat auch Studenten getestet. Sie sollten sich, ohne zu zählen, so schnell wie möglich für eine bestimmte Menge entscheiden. Das Ergebnis? Ähnlich gut wie bei Lemuren und Rhesusaffen. Manche Menschen waren schlechter als unsere Affen, andere besser. Es gibt starke Schwankungen, aber im Großen und Ganzen war die menschliche Leistung der des Affen sehr ähnlich. Auch ohne mathematische Bildung, selbst ohne Wörter oder Symbole, haben wir ein primitives Verständnis von Zahlen. Und ohne diese grundlegende Fähigkeit könnten wir die symbolische Mathematik mit ihren Mustern und Formeln vielleicht gar nicht richtig nutzen. Die Grundbausteine der Mathematik sind vielleicht in unserem Gehirn vorprogrammiert, wie die Fähigkeit, Muster und Formen zu erkennen oder unser Gefühl für Zeit. Wenn das stimmt, dann hat der Mensch auf diesen Bausteinen eine seiner größten kulturellen Errungenschaften errichtet. Die Mathematik. Doch wie kann Mathematik so effektiv sein? Mithilfe der Mathematik hat der Mensch Wissenschaften, Technologien und Ingenieurskunst entwickelt, die Erde umgestaltet und sie sogar verlassen. Das Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien. Also completed enabling the... Roger, copy mission. Coming up on the tree. 2012 schickte die NASA einen Rover. Abstieg wie erwartet bei etwa 75 Metern pro Sekunde. Auf den Mars. Landung bestätigt. Wir sind auf dem Mars. Adam Stelzner war der leitende Ingenieur des Teams, das das Landesystem entwickelte. Die Erfindung basierte auf einer bahnbrechenden Entdeckung aus der Renaissance, welche die Mathematik zur Sprache der Wissenschaft machte. Das Gesetz der fallenden Körper. Nach dem antiken Philosophen Aristoteles fallen schwere Objekte schneller als leichte. Eine Theorie, die oberflächlich betrachtet Sinn ergibt. Selbst auf dieser Oberfläche, dem Testgelände des JPL, auf dem der Mars Rover getestet wurde. Aristoteles meinte, dass die Geschwindigkeit, mit der Dinge zur Erde fallen, proportional zum Gewicht ansteigt. Was einleuchtend ist.
So einleuchtend, dass die Theorie fast 2000 Jahre lang unangefochten blieb. Bis ein Mathematiker sie am Ende des 16. Jahrhunderts genauer untersuchte. Galileo Galilei. Angeblich ließ Galileo zwei unterschiedlich schwere Kanonenkugeln vom schiefen Turm von Pisa fallen. Nun sind wir nicht in Pisa und haben auch keine Kanonenkugeln, aber dafür eine Bowlingkugel und einen Flummi. Wiegen wir sie. Zuerst die Bowlingkugel, gut 15 Pfund. Jetzt der Flummi, der wiegt so gut wie nichts. Lassen wir sie fallen. Laut Aristoteles müsste die Bowlingkugel 15 Mal schneller fallen als der Flummi. Sie scheinen gleich schnell zu fallen. Vielleicht müssen wir sie von einem höheren Punkt fallen lassen. Ed da hinten ist etwa 6 Meter in der Luft. Mal sehen, ob die Bälle gleich schnell fallen. Bereit? 3, 2, 1, los! Galileo hatte recht. Aristoteles verliert. Der Vergleich von Feder und Hammer ist wegen des Luftwiderstands irreführend. Links habe ich eine Feder, rechts einen Hammer. Der Beweis wurde 1971 auf dem Mond geliefert, der keine Atmosphäre besitzt. Beide lasse ich jetzt hier fallen. Was sagt man dazu? Galileo hatte recht. Kleiner Ball, Fußball. Auch wenn es dem Bauchgefühl widerspricht. Wassermelone. Ohne Luft fällt alles gleich schnell. Auch Aristoteles. Galileo Galilei kann man nicht genug bewundern. Jetzt auf einmal mit einem Experiment anzufangen, wo ich mir vorstelle, es gibt einen Raum, in dem nichts ist und nichts diese Bewegung stört. Und ich denke einfach mal frei von allen Widerständen, das ist was ganz Neues. Doch was Galileo wirklich faszinierte, ein Objekt fällt bei doppelter Höhe nicht einfach doppelt so schnell, sondern es beschleunigt sich noch. Aber wie misst man das? Alles geschieht so schnell. Galileo hatte einen genialen Einfall. Er baute eine Rampe, eine schräge Ebene, um die Fallbewegung verlangsamen und somit messen zu können. Mit der Rampe untersuchen wir das Verhältnis zwischen Strecke und Zeit. Zum Messen der Zeit sage ich einfach Galileo. Ein Galileo. Die Strecke, die die Kugel innerhalb eines Galileos zurücklegt, gilt als eine Längeneinheit. Das war eine Längeneinheit bei einer Zeiteinheit. Probieren wir mal zwei. Ein Galileo, zwei Galileo. In zwei Zeiteinheiten rollt der Ball 4 Längeneinheiten. Jetzt probieren wir mal 3 Galileos. Ein Galileo, zwei Galileo, 3 Galileo. In 3 Zeiteinheiten rollt der Ball 9 Längeneinheiten. Man sieht, Zeit und Strecke hängen mathematisch zusammen. Galileos Test mit der Rampe zeigt, fallende Objekte folgen mathematischen Regeln. Die Strecke, die die Kugel zurücklegt, ist proportional zur Zeit im Quadrat. Dieses Verhältnis hier ist eine mathematische Beschreibung von der Physik unseres Universums. Galileos mathematische Erkenntnis über fallende Objekte ist heute so aktuell wie vor 400 Jahren. Mit dieser mathematischen Formel können wir errechnen, wie Objekte auf die Erde fallen oder eine Rampe runterrollen. Und dieselbe Formel haben wir auch genutzt, um mit unserem Rover auf dem Mars zu landen.
Das ist die Macht der Mathematik. Galileos Erkenntnis war tiefgreifend. Mathematik dient als Werkzeug, um die Gesetze unserer Welt zu entdecken. Später schrieb er, das Universum ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Galileo Galilei ist ein Wegbereiter für eine ganz bewusste Einbeziehung der Mathematik zur Erforschung der Natur. Er sagt, die Natur ist in Mathematik geschrieben und Dreiecke und Kreise sind die Buchstaben, in denen diese Mathematik geschrieben ist. Galileo formulierte wissenschaftliche Gesetze mit Hilfe mathematischer Gleichungen. Ein Gelehrter nach ihm baute auf diesen Erkenntnissen auf und verhalf ihnen zu neuen Erfolgen. Sein Name Isaac Newton. Sein Arbeitsplatz war hier, am Trinity College in Cambridge. 1687 veröffentlichte Newton ein Buch, das zu einem Meilenstein der Wissenschaft wurde. Heute bekannt als Principia. Darin beschreibt Newton Phänomene aus der ganzen Welt und erklärt sie mit Hilfe der Mathematik. Zum Beispiel einen Kometen, der im Herbst 1680 weltweit gesichtet wurde. Er sammelt weltweit Daten, um die Bahn des Kometen nachzuvollziehen. Am 19. November zum Beispiel beginnt er mit einer Sichtung, die jemand um 4:30 morgens in Cambridge gemacht hat. Weiter geht es mit einer Sichtung in Boston, in Neuengland, eine halbe Stunde später. Newton sammelt also Daten aus der ganzen Welt, um den Weg des Kometen durch den Himmel so genau berechnen zu können, wie es bis dato nicht möglich gewesen war. Newtons bahnbrechende Erkenntnis, die Kraft, die den Kometen um die Sonne ziehen lässt, entspricht jener Kraft, die Kanonenkugeln zurück auf die Erde fallen lässt. Es ist die Kraft, die hinter Galileos Fallgesetz steckt. Eine Kraft, die sogar Planeten in ihren Umlaufbahnen hält. Newton nannte sie Schwerkraft und beschrieb sie mit einer überraschend einfachen Gleichung. Sie erklärt, wie sich zwei Massen gegenseitig anziehen. Egal, ob auf der Erde oder im Weltall. Es ist unglaublich, dass man sich mit einem einzigen mathematischen Gesetz im ganzen Universum bewegen kann. Moderne Technik zeigt die Schwerkraft sogar jenseits der Milchstraße. Hier sind zwei Galaxien, die sich gegenseitig anziehen und verschmelzen. So entsteht eine neue Galaxie. Genau. Mario Livio gehört zu dem Team, das die Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop auswertet. Seit Jahrzehnten nutzen Wissenschaftler das Teleskop, um einen Blick in das Universum außerhalb unserer Galaxie zu werfen. Sie schießen Bilder von entfernten Gaswolken und Galaxien, Milliarden von Lichtjahren entfernt. Und wohin sie auch schauen, überall gilt ein Gesetz, das der Schwerkraft. Newton bezog sich mit seinen Regeln zur Schwerkraft auf Dinge, die hier auf der Erde oder in unserem Sonnensystem geschehen. Doch dieselben Regeln gelten auch in diesen ganz entfernten Galaxien. Wie sie entstehen, sich bewegen, alles an ihnen wird von diesen Regeln beherrscht. Einige der größten Denker der Menschheit waren fasziniert davon, wie umfassend Mathematik das Universum durchdringt. Albert Einstein hat sich gefragt, wie ist das möglich, dass Mathematik, die, wie er dachte, ein menschliches Produkt ist, das Universum, wie wir es sehen, so gut beschreiben kann. Es gibt diesen berühmten Aufsatz von Eugene Wigner über the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Also die unvernünftige oder unerklärbare Effektivität der Mathematik dabei, die Welt zu erklären. Und darüber staunen wir immer noch.
Wigner sagt, dass Mathematik den Kosmos so genau beschreiben kann, ist ein Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Beispiele davon gibt es zuhauf. Als vor knapp 200 Jahren der Planet Uranus von seiner Bahn abkam, vertrauten Wissenschaftler auf die Mathematik und berechneten, dass Uranus von einem bisher unbekannten Planeten abgelenkt würde. Auf diese Weise entdeckten sie Neptun. Die Mathematik hatte einen bis dahin unbekannten Planeten genau vorhergesagt. Beweise für diese erstaunliche Vorhersagekraft der Mathematik gibt es überall. Fernsehen, Radio, Handys, Satelliten, Babyfone, WLAN, Garagentoröffner, GPS, sogar die Fernbedienung. All diese Geräte nutzen zur Kommunikation unsichtbare Energiewellen. Und niemand wusste, dass es sie gibt. Bis er kam. James Maxwell, mathematischer Physiker aus Schottland. In den 1860er Jahren beschrieb er mathematisch den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus und wie sich die Kräfte gegenseitig erzeugen könnten. Maxwells Gleichungen sagten etwas Erstaunliches voraus. Zusammen würden Elektrizität und Magnetismus Energiewellen erzeugen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch den Kosmos schießen. Elektromagnetische Wellen. Maxwells Gleichungen sagten Radiowellen voraus. Röntgenstrahlen, Dinge, von denen man bis dahin nichts wusste. Der Umfang der Theorie war außergewöhnlich. Die Rechnungen in diesem Modell zeigten, es gibt Größen, die ich als Wellen interpretieren kann, die genauso schnell sind wie das Licht. Und das war dann ein Anstoß dazu, nach diesen Wellen zu suchen. Forscher und Erfinder machten sich auf, jene Wellen zu finden, die Maxwells Gleichungen vorhergesagt hatten. Hier auf dem Dachboden eines Familiensitzes in Norditalien ist es im Jahr 1895 der junge Guglielmo Marconi. Alles beginnt mit einer Reihe von Funken. Die Stromschläge erzeugen ein flüchtiges Magnetfeld, das wiederum ein elektrisches Feld erzeugt, was ein neues Magnetfeld hervorruft. Die Energie wechselt zwischen den beiden Feldern und erzeugt dadurch elektromagnetische Wellen. Marconis Methode funktioniert. Im Haus. Dann testet er sie eine Nummer größer. Er baut eine stattliche Antenne neben dem Haus, um die Wellen zu verstärken, die sein Gerät erzeugt. Dann schickt er seinen Bruder und einen Assistenten mit einem Empfangsgerät hinter einen nahegelegenen Hügel. Wenn die elektromagnetischen Wellen sie erreichen, sollen sie aus ihrem Gewehr feuern. Funktioniert. Marconis Helfer erhalten das Signal, obwohl der Empfänger ca. 1,5 Kilometer entfernt hinter einem Hügel versteckt ist. Der Nachweis dieser elektromagnetischen Wellen war, wenn man an die Geräte denkt, relativ einfach. Es war ein einfacher Sender und ein einfacher Empfänger, die es schon möglich machten, auf eine relativ kleine Distanz zu sehen, diese Wellen existieren. Nicht einmal 10 Jahre später sendet Marconi Radiosignale über den Atlantik. Seine Methode rettet sogar Menschenleben. Als die Titanic 1912 sinkt, ermöglichen seine Geräte an Bord das Senden eines Notsignals. Dank der Vorhersagekraft von Maxwells Gleichungen konnte Marconi einen bis dahin verborgenen Teil unserer Welt nutzbar machen.
und das Zeitalter der drahtlosen Kommunikation einläuten. Seit Maxwell und Marconi gab es zahlreiche weitere Beispiele für die starke Vorhersagekraft der Mathematik, insbesondere in der Physik. Vor 100 Jahren waren Atome fast unbekannt. Physikalische Experimente offenbarten ihre Bestandteile: das Elektron, das Proton und das Neutron. Doch dann zeigten die Mathematiker den Physikern den Weg und entdeckten zahlreiche Elementarteilchen. Das tun sie bis heute. Hier in Genf am CERN, dem Europäischen Zentrum für nukleare Forschung. Heutzutage ist das CERN vor allem für seinen Teilchenbeschleuniger LHC bekannt. Einen fast 27 Kilometer langen Ringtunnel unter der Erde. Mit fast 9 Milliarden Euro Baukosten und jahrzehntelanger Bauzeit ein Mammutprojekt. Der Teilchenbeschleuniger sollte bei der Suche nach einem der fundamentalsten Bausteine des Universums helfen. Einem subatomaren Teilchen, dessen Existenz fast 50 Jahre zuvor mathematisch vorhergesagt worden war. Von Robert Brout, François Englert und Peter Higgs. Peter Higgs hat in den 60er Jahren die Existenz eines neuen Teilchens vorausgesagt. Ja, man rechnet und man versucht in dem Moment, die Rechnung stimmig zu machen und die Größen, die auftauchen, zu interpretieren. Und eine dieser Größen war eben nur interpretierbar, wenn es dieses Teilchen gibt. Mit der Entdeckung des Higgs-Teilchens wäre die Existenz des Higgs-Feldes bewiesen, was dem Universum Masse verleiht. Ohne Masse würde alles im Kosmos mit Lichtgeschwindigkeit umherschießen und sich niemals zu Atomen verbinden. Das Higgs-Feld ist solch ein fundamentaler Teil der Physik, dass das Higgs-Teilchen auch Gottesteilchen genannt wird. 2012 gelingt das lang Erhoffte. Experimente am CERN bestätigen die Existenz des Higgs-Teilchens. Das macht die Arbeit von Peter Higgs und seinen Kollegen Jahrzehnte zuvor zu einer der größten Vorhersagen aller Zeiten. Dieser Nachweis 50 Jahre nach der Vorhersage ist unglaublich. Aber das ist natürlich auch das Aufregende, dass mit Mathematik und mathematischen Methoden einfach auch Dinge vorhergesagt werden können, die weit jenseits von dem liegen, was man entweder beobachten kann oder was man zumindest mit derzeitiger Technologie beobachten kann. Mathematik blickt in der Welt der Physik auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Doch ist sie wirklich unerklärbar effektiv? Angesichts des Erfolgs mathematischer Modelle ist es leicht zu übersehen, dass sich manche Phänomene einer genauen Vorhersage entziehen. Es gibt einfach so komplexe Phänomene, die mathematisch kaum zu beschreiben sind. Und auch die Mathematik hat ihre Grenzen. Es gibt einen Grund, warum Meteorologen das Wetter der kommenden Woche vorhersagen, aber sich kaum über diesen Zeitpunkt hinaus äußern. Je weiter sie in die Zukunft gehen, desto größer sind die Fehler. Für ein genaues Modell sind die Abläufe in der Natur, die letztlich das Wetter ausmachen, zu chaotisch und komplex. Gleiches gilt für das Verhalten von kochendem Wasser, Entwicklungen an der Börse, Neuronenaktivitäten im Gehirn, ein Großteil der menschlichen Psychologie oder Teile der Biologie. Es gibt natürlich dann auch sehr viele Dinge, wir erzählen ja immer nur die Erfolgsgeschichten, wo dann Dinge vorhergesagt wurden, die dann am Ende nicht funktioniert haben. Und also insofern ist die Bilanz dann auch nicht ganz makellos. Und die Frage ist am Ende, können die nicht genug Mathematik oder ist dann noch nicht genug Mathematik gefunden oder entwickelt worden? Oder ist es eben doch so, dass es Dinge in der Natur gibt, die ganz grundlegend sind, die sich eben nicht in Gleichungen fassen lassen? Alles möglich. Wohl kaum jemand kennt die Stärken und Schwächen der Mathematik besser als die Menschen, die mit ihren Formeln Dinge gestalten und erschaffen. Ingenieure. Mathematische Ordnung trifft hier auf das Chaos der Realität. Da zählt vor allem eines: Machbarkeit.
Mathematik denkt vor allem in absoluten Zahlen, während wir Ingenieure eher am Praktischen interessiert sind. Häufig reichen uns Richtwerte. Wir lassen Begriffe oder Gleichungen weg, um Ergebnisse zu bekommen, die einfach genug sind, um den Zweck zu erfüllen. Viele der größten Werke der Ingenieurskunst sind das Ergebnis mathematischer Abkürzungen und vereinfachter Gleichungen, die der Lösung ungefähr entsprechen. Für Ingenieure ist ungefähr gut genug, selbst um auf dem Mars zu landen. Wir Ingenieure müssen nicht alles ganz exakt machen, sondern nur exakt genug. Für viele Physiker ist es erstaunlich, wie genau Mathematik die Geheimnisse des Universums enthüllen kann. Als sei sie ein fester Bestandteil der Natur selbst. Zeitgleich verzichten Ingenieure auf mathematische Genauigkeit, um die Formeln zweckmäßig zu halten. Als sei Mathematik eine fehlerhafte Erfindung des Menschen. Was also ist Mathematik? Ein Teil des Universums, den wir entdecken konnten? Oder eine menschliche Erfindung? Eine Sprache, die wir erfunden haben, um die Welt zu beschreiben? Für mich ist Mathematik eine verschachtelte Kombination aus Erfindung und Entdeckung. Natürliche Zahlen, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich glaube, dass die Menschen einfach Schlussfolgerungen aus dem zogen, was sie sahen. Sie sahen zwei Augen, zwei Brüste, zwei Hände und so weiter. Und irgendwann machten sie daraus die Zahl 2. Nach dieser Theorie ist 2 eine Erfindung, so wie alle natürlichen Zahlen. Doch dann erkannten die Menschen, dass diese Zahlen miteinander in vielfältiger Verbindung stehen. Das waren Entdeckungen. Die Begriffe haben wir erfunden, doch die Zusammenhänge haben wir entdeckt. Ist das die Antwort? Ist Mathematik Erfindung und Entdeckung zugleich? Da werden wir auch dieses und auch nächstes Jahrhundert weiter daran arbeiten und wir werden weiter Fortschritte machen und wir werden nie eine endgültige Antwort haben. Ist vielleicht auch gut so.